Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Subnautica. So, im letzten Part ist hier das Maschinen-Update erschienen. Wir stehen hier auf unserer Rettungskapsel, haben uns ein Seaglide gecraftet und ich hatte gesagt, ich will mir jetzt relativ zeitnah... Na, sagt schon. Hey. Du bist neu. Bleib hier, damit ich hier scannen kann. Lochfisch, du bist nicht neu, ich kenne dich schon, aber du bist hier in meiner Nachbarschaft neu. So, wie gesagt, wir gehen jetzt hinten zu dem Gestrüpp, denn ich will mir Flossen craften. Den Zahn nehmen wir natürlich auch mit. Ist keine Frage. Hier haben wir ein paar von den Teilen. Schön abernten. Ah, Inventar voll. Gut. Bin schon weg. Lasst mich bloß in Ruhe. Was haben wir hier für ein Fragment? Solar. Haben wir schon gescannt. So, wie gesagt, als nächstes gibt es jetzt hier erst einmal... Sagt schon. Flossen. Und eine Base. So, was haben wir hier Schönes? Silikongummi. Vielleicht kriegen wir es heute im heutigen Part hin. Flossen, eine Base und schon wäre ich ziemlich glücklich. Bla bla bla. Sehr schön. Gut. Hat er die auch gleich richtig angedockt? Hat er. Dann können wir hier noch schnell gucken, was wir für einen Habitatbauer brauchen. Ein Computerchip-Batterie. Ich glaube, Computerchip war Silbererz, oder? Hab ich recht? Ich hab recht. Und ein Messer brauchen wir dafür. Messer. Werkzeug. Messer braucht, glaube ich, auch Gummi, oder? Silikongummi. Ich würde ja sehr gerne was ablegen können. Was hat denn so eine Box gekostet? Können wir die gar nicht mehr herstellen? Wasserdichter Spind. Ah, ja, genau. Der hat ja auch ein neues Design. Den schauen wir uns doch gleich mal an, oder? Der wasserdichte Spind. Der war ja früher doch aus meiner Sicht ziemlich hässlich. Spind. Hat jemand den Spind gesehen? Will ich mehr sein? Seegleit. Metallschott mit Pirschzahn. Scanner. Also ich persönlich. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Immer wieder schön, sich anzugucken. Aber was ist jetzt aus meinem Spind geworden, Leute? Spind? Ah, okay. Ich verstehe. Jetzt ist der Spind hier. Das muss man jetzt nicht verstehen. Jetzt hat er nämlich eine Beschriftung. Das ist ziemlich geil.
Und ich glaube ja auch, ehrlich gesagt, dass da jetzt mehr reinpasst. Ich kann mich ja irren, aber bin fast sicher. So. Was wollten wir? Wir wollten doch irgendwas, oder? Wollten wir irgendwas? Ich wollte ein Messer haben. Silikongummi. Ich bin verwirrt. Irgendwas wollte ich, aber ich weiß nicht mehr was. Ich wollte das hier. Und das packen wir dann unten in den Spind rein. Aber das neue Design gefällt mir eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Wenn ich überlege, wie hässlich die Dinger vorher waren. Oder was meint ihr? Haben doch jetzt was. Ja, gefallen mir auf jeden Fall. Viel, viel besser. So, dann klatschen wir mal das Titan jetzt vorerst mal hier rein. Okay. Dann klatschen wir mal ein bisschen Titan auch hier rein. So. Nice. Dann holen wir mal Luft. Und dann brauchen wir auf jeden Fall ein paar Püschel. Ich würde mal sagen, Richtung Aurora brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr gehen. Denn da werden wir verstrahlt. Ich meine mal, in der Nacht lesen können ohne Lampe ist ja super. Aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Das müssen wir jetzt nicht unbedingt mitnehmen. Was haben wir hier? Seegleiterfragment brauchen wir momentan auch nicht. Ein bisschen Quarz können wir auf jeden Fall mitnehmen. Quarz ist immer gut. Und hier können wir mal gucken, was wir finden. Okay, Lead. Das ist auf jeden Fall neu, Leute. Gab's davor noch nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Finde ich aber cool, dass sie neue Ressourcen einbauen. Gefällt mir. Bitte mehr davon. Und das findet man auf einer relativ niedrigen Tiefe. Das heißt, ich würde fast sagen, dass wir das relativ zeitig brauchen werden. Also Kupfer nehmen wir jetzt hier auf jeden Fall mit. Weil brauchen wir auf jeden Fall. Ein bisschen Silber wäre halt relativ nice. Titan brauche ich jetzt gerade im Moment nicht zwangsweise. Und Luft. Ja, wir waren schon ganz schön am Schnaufen. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Ja, sehr gut. Also wir nehmen jetzt hier mit, was wir mitnehmen können, weil ihr kennt das Spiel hier mittlerweile. Zum Schluss fehlt uns noch irgendwas. Ich hatte ja tatsächlich die Hoffnung, dass wir hier vielleicht auch Silber finden, aber diese Hoffnung ist mittlerweile sehr gering geworden. Bis zu nicht vorhanden. So, da oben haben wir noch ein bisschen was. Titan. Wobei mir jetzt aufgefallen ist, dass hier mehr Grafikbugs drin sind. Also ein bisschen verbuggt haben sie mit dem Update hier schon. So, wie viel Platz haben wir noch? Boah, wir sind ziemlich voll, Leute. Das heißt, wir nehmen jetzt hier noch ein bisschen Quarz mit. Vielleicht noch was zu beißen oder was zu trinken wäre eigentlich. Wäre fast eine Idee, oder? Komm schon, Kollege, ich will dich. Ich will dich trinken. Blasenfisch. Nehmen wir hier so einen noch mit. Nehmen wir einen von denen noch mit.
Schau mal, was hier drin ist. Kupfer. Und ich glaube, jetzt sind wir eh voll. Yep. So, ab zur Base. Da brauchen wir jetzt kein Licht. Dann können wir da auch noch eine Batterie craften. Ich würde sagen, der Batterieverbrauch von den vom Seaglide ist auch höher geworden. Ich glaube, der war vorher geringer. Jetzt waren wir doch schon ziemlich weit weg. Und ich habe immer noch kein Silber. Das ist gar nicht so gut. So. Gut. Was brauchen wir? Was brauchen wir? Wir machen uns jetzt hier erstmal was zu trinken. Gefiltertes Wasser. Und gleich nochmal gefiltertes Wasser. Machen wir uns was zu essen. So, das können wir uns natürlich auch erstmal in den Wanst hauen. So, dann brauchen wir hier mal ein paar Pilzchen noch für Batterien. Batterien, Batterien. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, mehr geht auch nicht, oder? Inventar voll. Und rein mit uns. Dann sollten wir zumindest mal 2 Batterien herstellen können. Und das sollte jetzt erst einmal reichen, würde ich sagen. Und nochmal. Gut, damit haben wir ein paar Batterien. Dann gehen wir nochmal raus. Hauen den Spaß hier weg. Machen uns vielleicht, weil es so lustig ist, nochmal eine Box. Perfekt, diesmal hat es auch geklappt. Und hauen jetzt hier noch weiteres Zeug rein. Perfekt, Leute. So. Und jetzt machen wir uns wirklich auf die Suche nach Gummi. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier direkt in den Strahlungsgürtel reinkommen. Das wäre nämlich uncool, aber ich befürchte fast schon. Da ist ein El Repro. Und Strahlung. Lass mich bloß in Ruhe. Ich weiß genau, dass du hinter mir bist. Nicht mehr. Hahaha. War schneller als du. Ne, 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 ne. So, dann können wir uns auf jeden Fall Messer machen. So, was haben wir für Messer gebraucht? Zwei hier. Werkzeuge. Messer Titan und ein Silikongummi. Ein Silikongummi. Machen wir uns hier gleich nochmal eins. So, dann Werkzeuge, Überlebensmesser. Sehr schön. Hier Taschenlampe. Leuchtfackel, Laserschneider. Ja, nichts, was wir jetzt unbedingt instant brauchen. Gut. Dann würde ich sagen, das Ding hier können wir mal hier fallen lassen. Echt, haben wir das noch nicht? Die Püschel haben wir echt noch nicht gescannt. So, das machen wir jetzt natürlich schnell. Die brauchen auch übrigens noch ein vernünftiges Image. Magst du los? Oh, jetzt Kruzifix. Ich glaube, die waren alle voll, oder? Habe ich recht? Waren die alle voll? Die waren alle voll. So, jetzt brauchen wir Silber. Wo kommen wir jetzt am besten und am schnellsten an Silber dran? Hat jemand eine Idee? Ich leider nicht. Das heißt, ich cruise jetzt hier ziemlich planlos zu dem Pupsfisch in der Hoffnung, dass in der Nähe von seinem Hintern irgendwo Silber ist. Irgendwo ist doch gerade so ein Arschloch in die Luft. Oh, Strahlung, Leute. Wo sind wir denn?
Eigentlich relativ weit weg, würde ich sagen. Was ist das hier? Irgendein Glaskasten. Scannen kann ich hier nichts, oder? Nope. Aber den Pupsfisch müssten wir doch scannen können. Pupsfisch. Die Animation beim vom Gaseport ist übrigens auch anders geworden, wenn man in die in seine Köttel reinschwimmt. Könnten wir mal ganz kurz machen, damit ihr es seht. Seht ihr? Schaut anders aus. Und tut auch ganz schön weh. Holla, die Waldfee, das tat richtig, richtig weh. Aber wir regenerieren auch gerade echt heftig schnell. Das ging jetzt tatsächlich relativ flott. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir noch Silber. Ich glaube, hier unten in der Richtung gab es irgendwo Silber. Silber, perfekt, Leute. Und noch ein Silber. Uiuiui. Die jagen sich gerade. Habt ihr das gesehen? Die haben sich gejagt. Holla, die Waldfee. Was für unentspannte Tiere. Da unten war auf jeden Fall noch ein Fragment. Das will ich noch scannen. Alter Schwede. Okay, wir sollten uns verpissen, weil irgendwo hat sich hier gerade einer vergraben. Alter Schwede, sind die unentspannt geworden. Mobile Vehikelbucht. Ah, ne, nicht schon wieder Strahlung. Wir haben Silber jetzt. Lasst uns verpissen. Wir gehen nach Hause. Haben wir unsere eigene Party mit Blackjack und Nutten. Nach Hause, da lang. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, das ist nur eine Tür. Ich vermute mal, hier kann man auch nicht irgendwie... Ne. Hätte ja sein können, dass das sich total eingegraben hat und... Ja, lasst mich ja träumen halt. So, Kupfer haben wir auch nochmal. Sehr schön. Die Batterie ist jetzt eh gleich alle. Die erste. Also ich bin mir fast sicher, dass der Energieverbrauch von dem Ding gestiegen ist. Oder sie ist nachher nur nicht so schnell leer, weil wir noch die Flossen haben. Das kann natürlich auch sein. Ich bin mir nicht sicher. So. Wir wollten einen Computerchip. Elektronik, Computerchip, Tischkorallenprobe. Genau das haben wir noch gebraucht. Darum wollte ich ja das Messer haben. Das waren auch mal mehr Proben. So. Und Quarz. Ja, Quarz sollten wir hier haben, oder? Sag mir bitte, dass wir hier Quarz drin haben. Danke. So, jetzt geht's aber. Und dann können wir eh schon mit dem Habitatbau anfangen, oder? Habitatbau. Perfekt. Und somit haben wir einen Habitatbauer. Das große Aquarium können wir direkt bauen. Das Solarmodul können wir bauen. Okay. Da sind sie wohl auf die Community eingegangen. Der Fabrikator ist teurer geworden. Der ist erheblich teurer geworden, Leute.
Weil das war so eine kleine Beschwerde, die ich immer wieder gelesen habe. Oh, der ist zu günstig, bla 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 bla. Hat auch gestimmt, hat ja nur Titan gekostet. Das ist zu wenig. Der ist auch heftig viel teurer geworden. Was haben wir hier? Noch nicht viel. Coole Sache. So, wir haben jetzt das Ziel der Folge nicht ganz erreicht. Aber wir haben zumindest einen Habitatbauer. Und ich würde sagen, das reicht für heute. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet euer Video, schreibt fleißig Kommentare und wie immer abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Ciao.